Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin der Trent92 und heute werden wir weiter Schreine suchen. Wir haben ja letztens vor diesem Schrein aufgehört und gucken mal, wo wir noch andere Schreine finden. Ich müsste gerade mal gucken, wie viele haben wir denn schon von diesen Symbolen. Gebt mir einen Moment. Weiter, weiter, weiter. 16 und wir brauchen genau 36. Das heißt, es fehlen uns noch 20 Schreine. Ja, die 20 Schreine werden wir hoffentlich relativ schnell finden, damit wir damit wir die Story endlich anfangen können. Aber im Moment noch nicht. So. Wenn ich auch nur so malen könnte. Bist du auch wegen des Bildes hier? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Osu, der Besitzer der Stalls, hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Man beachte den beeindruckenden Vulkan im Hintergrund, der den Stall subtil hervorhebt. Das muss die Südansicht der Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition des Gesamtbildes. Ja, ist nicht schlecht, finde ich auch. Wir haben das Kameramodul leider noch nicht. Wenn das die Südansicht der Stalles ist, okay. Kann von da aus auf den Vulkan gucken. Das ist irgendwo da hinten. Und da werden wir jetzt mal nach dem Schrein suchen, der auf dem Bild war. Ich hoffe mal, wir finden den relativ schnell. Wäre schade, wenn nicht. Dann verbringen wir jetzt. Oh. Er meldet sich schon, der Sensor. Der ist hier nämlich irgendwo in der Höhle versteckt, soweit ich das noch weiß. So, einmal hoch. Und dann gucken wir mal. Oh Mist, ich habe ja immer noch keine zweite Ausdauerleiste. Das nervt mich. Aber egal, wir schaffen das. Nee, gut, weiter in die Richtung. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, bestimmt. Oh, Glück, dass das hier auch funktioniert. Zwar nur kurz, aber es geht. So, wunderbar. Er müsste jetzt unter mir sein. Da ist er. Ja, das ist der Schrein, Tamur-Schrein. Und rein da. So, wunderbar. Das Gemälde des Stalls haben wir gelöst. Und weiter geht's. Feuer öffnet den Weg. Haben wir irgendeine Feuerwaffe? Nein. Okay. Den ganz einfachen Trick. Krallen uns einfach unseren Bogen. Brauchen keine Pfeile dafür verschwenden, sondern nur da rangehen. Schnell zünde den Pfeil an. So, sehr schön. Das müssten alle gewesen sein. Okay, hier war nichts weiter. Und hier ist auch nichts weiter. Alles klar. Dann weiter. So. So, das auch. So, das können wir auch anzünden. So, zünde das an. Danke. Gib mir nochmal Feuer auf meinen Bogen. Oha. Okay, gut. Super, was haben wir denn da? Einen blauen Rubin. Sehr gut. Ein Opal, weil die Truhe abgefackelt ist. Und hier drunter noch mehr Rubine. Das war's halt aber noch nicht.
So. So. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass der den mitnimmt. Nice. Hoch. Ein Steinspalter. Nice. Leider schwach, glaube ich. So, das auch nichts, oder? Ja, brauchen wir nicht. Mhm. Auch einfach zu lösen. Hier ran. So, die Truhe ist abgefackelt. Dafür können wir uns aber den Schlüssel schnappen. Und zu uns mal hier ranziehen. Ey, komm her, Schlüssel. Ach so, ja, Quatsch. Hoch. Danke. So, öffne dich. Hier ist noch eine Truhe. Was hätten wir da drin? Ein Rhodonit. Sehr schön. Kann man mitnehmen. Und damit haben wir den Schrein auch schon gelöst. Wir gehen noch nicht zum Vulkan. Das lohnt sich nämlich noch nicht. So. Wieder ein Zeichen der Bewährung. Supi. Und weitere Ladezeit. Ladezeiten sind immer schön. Nice. So, damit haben wir wieder einen Schrein mehr. Fehlen uns nur noch 19. Wir kommen der Sache immer näher. Oh, was haben wir denn da? Erstmal Glutlinge. Und dann noch sowas. Ah, ich sehe schon, was wir hier machen müssen. Okay. Oh Gott, das war so dumm. Das war dumm. So, wir müssen erstmal eine andere Waffe anlegen. Ah, geht doch. Ein bisschen Schild sliden dahin. Los, Link, lauf. Sehr gut. So. Wieder Waffe wechseln. Besser. Ich habe mich in den Tasten nämlich verdrückt. Wir hätten die Waffen gar nicht wechseln müssen. Verpiss dich, du dumme Fledermaus. Und müssen mal weiter nach Schreien gucken. Oh Gott. So, fackelt ab. Wie viele Bombenpfeile habe ich eigentlich? Hui. Das gab Schaden. Aber wir können nicht gegen die alle gewinnen. Ja, das war klar. Ich könnte da jetzt zwar runtergehen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr gefährlich. So. Volltreffer. Voll in die Fresse. Auch hier. Wir verziehen uns mal, werden dieses Risiko nicht eingehen und gegen die kämpfen. Aber ich habe sie jetzt schon so gut geschwächt. Ah!
Okay, die machen doch sehr, sehr krass Damage. Wir haben genug Äpfel. Das Maul, Alter. Ja, nee. Verreck doch, Alter. Die Waffe ist gut. Stirb. Schnapp dir den Bumerang, der ist gerade, glaube ich, besser. So. Aua. Müssen zuerst die Bogenschützen loswerden, sonst könnte das hier echt ekelhaft werden. Oh Gott, nein. So, Phil. Stirb doch endlich. Nice. So. Alle tot. Ja, versuch's doch. So. Darfst gerne sterben. Oh, die macht 27 Schaden. Das ist nice. Gut, aber wir brauchen unseren blöden Bogen nicht mehr, weil der eh gleich zerbricht. Nehmen wir uns den hier mal mit. Gut, das ist derselbe. So. 5 Feuerpfeile, nice. Autsch. Weg mit dir. So. Wo ist der Typ? Da. Wunderschön, haben wir doch besiegt. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Aber was will man noch erwarten? Naja, was heißt einfach? Wir wären fast draufgegangen, aber. Shit happens. So. Ein Bernstein und eine Truhe. 100 Rubine. Nice. Ja, aber der Aufwand hat sich dafür zwar nicht gelohnt, aber nehmen wir mal mit. So, was sagt denn die Karte? Wo ist der nächste Schrein? Wir haben im Moment leider keinen Schrein. Dann mal hier hin. Gucken wir mal, ob wir gleich noch Schreine von da oben finden. So, dann gucken wir mal, ob wir von hier aus irgendwas sehen. An Schreien anscheinend nicht. Das ist doof. Das heißt, wir nehmen uns erstmal wieder einen Turm in Visier. Ja, du triffst mich von hier nicht. Das kannst du vergessen, Alter. So. Ja, nee. Komm, lass stecken. War hier irgendwo nicht in der Nähe auch ein Schrein? Nee, leider nicht. Könnt ihr aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Da hinten am Abgrund waren ein paar Schreine. Das weiß ich noch. Hier muss doch auch irgendwo ein Schrein gewesen sein, oder irre ich mich? Ja, halt's Maul. So, weiter im Text. Ist nur eine Ruine.
Könnten wir aber eigentlich mal bei uns eintragen auf der Karte. Die müsste bestimmt einen Eintrag haben. Ja, Tempel der Weisen. Bis jetzt haben wir noch keinen weiteren Schrein gefunden. Ich hoffe, so verbringen wir nicht die nächsten Parts auch noch. Das wäre nämlich richtig dämlich. Ja, verzieht euch. Keiner braucht euch. Ein Stall wäre jetzt ganz gut. Ich hätte mal doch Epona mitnehmen sollen. Nee, ich will dich nicht töten, Fuchsi. Ich suche nach Schreien. Ach Leute, wie war eigentlich... Oh Gott. Noch ein Schuss und ich bin am Ende. Wie war eigentlich euer Silvester? Das wollte ich fragen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr durchgestartet und habt euch gute Vorsätze gemacht. Meine Vorsätze sind für dieses Jahr auch toll. Aber ja, man kennt es ja mit Vorsätzen, ne? Mal gucken, ob man sie alle auch erfüllen kann. Das werden wir spätestens 2019 herausgefunden haben. Vielleicht schaffe ich ja bis dahin mal die 100 Abonnenten oder so. So, weiter. Sind wir gleich endlich mal bei der Brücke. Der Sensor könnte auch mal anspringen. Wenn wir mal weiterkommen. Da ist die Brücke. Und dann geht's darüber. Oh, nicht schon wieder. War klar. Oh Gott. Natürlich. Yo! Läuft bei euch! Verpisst euch, Alter! Ich will hier nur durch. Oh, Glück gehabt, dass wir da ohne Schaden durchgekommen sind. Oh, schon wieder so einer, Alter. Huiuiui. Es könnte mal Tag werden, damit wir diese Probleme los sind. Ah, ein Schrein, endlich. Vielleicht kriegen wir doch noch einen zweiten hier gelöst. Müssen wir nur noch finden. Ah, ich weiß auch, welcher das ist. Okay. So, wer kommt immer näher? Der müsste hier. Da ist er. Schrein, ich komme! Kivazatas Schrein. Und Ladezeiten, wie immer. Kennt man ja. So, überspringen wir mal. Den Kugeln hinterher. Was war das nochmal? Okay. Na dann. Nee, so war es auch nicht. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, da ist sie doch. Gut. So. Da ist Kugel Nummer 2. Ich wollte aber nur den Holzpfeil. Erstmal.
So. Okay. Das hätten wir. Nice. Aber müssen wir eh gleich nochmal machen, weil ich möchte hier zur Truhe. Was finden wir? Ein Ritterbogen. Oh, nice. Das ist super. Weg mit dir. Vorsichtig, ich glaube, auf der anderen Seite ist noch eine Truhe, oder? Nee, gut. Und hoch. So, weiter. Sonst ist hier nichts mehr, dann war's das. Schrein gelöst. So, 18 Stück. Noch zwei Schreine, dann fehlen uns nur noch 16. Wir kommen der Sache immer näher. Wenn da nicht diese Ladezeiten wären. Ich sag's euch, Leute. So, wunderbar. Wir müssen auf der anderen Seite hoch. Hier irgendwie jetzt wieder hochkommen. Wird ein bisschen ekelhaft, aber sollte zu schaffen sein. Ja, eigentlich schon, oder? Ja, locker. So. Weil dann können wir zum Turm, der da hinten ist, den werden wir uns auch holen. Oh, süß. Kaputt. 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 Tschüss. Noch einer. Tschüss. So. Der Turm ist noch ein kleines Stück, wie ich sehe. Gib mir dein Wild. So. Und alle drei tot. Nice. So einfach besiegt man Mini-Golems. So, auf der anderen Seite ist der Turm. Nee, das hoch. Gehen wir mal lieber da lang. Sollten wir aber schaffen, oder? Ja, aber nur mit normalem Klettern. So, dann langweilt euch nicht zu sehr. Wir klettern das jetzt ganz normal hoch, oder? Schaffen wir das auch so? Ja, schaffen wir sogar so. Sehr schön. Ich glaube aber, da hochzukommen war ziemlich ätzend, oder? Ja, genau. Das war das. Ja, das war das. Okay. Das wird ekelhaft. Aber Leute, ich würde sagen, den Turm erklimmen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich danke für das Zuschauen bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern könnte oder welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr mehr sehen möchtet, dann drückt doch einfach auf nächster Part oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen.
Sollte der nächste Part allerdings noch nicht online sein, dann drückt doch auf Vergiss nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich danke euch nochmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!